Hi ihr Lieben, wow, wir sind hier im Wald, bei Wald, mit Eva Luna und dem Philipp Richter. Wo sind wir genau? Wir sind da, ich glaube so auf 800, 900 Metern Höhe, in einem tiefen, schönen Wald. Da geht es so von Wald einfach noch den Hügel rauf. Da oben heißt es eigentlich, Scheidegg heißt das hier oben. Da viele Touristen sind jeweils hier im Sommer. Es ist zum Wandern. Schön hier. Und ich darf euch wirklich kennenlernen jetzt auch. Ihr beide seid wunderbare Musiker, Singer, Songwriter. Wir durften euch am Elfenfest erleben. Und ich weiß auch, dass ihr den Sam Garrett wirklich liebt. Ich habe ja so ein schönes Interview gemacht mit dem Sam Garrett. Und ihr kommt demnächst an unseren World Humus Restoration Day, an unser Retreat. Wir zelebrieren unseren Humus in den Lebensgarten Erdbeerkupf. Ich freue mich so, wo ihr im Kreis, wo wir gemeinsam singen werden. Und das ist auch euer Anliegen. Um was geht eure Musik? Um was begeistert? Es war ja so schön, die Kinder, die haben gespielt und sich gedreht und sie haben sich einfach so animieren lassen von euch. Um was geht's in eurer Musik? Wer seid ihr? Danke erstmal, dass du den langen Weg hierher gefahren bist und dass wir jetzt einfach zusammen auf diesem schönen Platz sitzen dürfen. Oh, mega schön. Und also in der Musik, so ganz natürlich gehört die Musik eigentlich zu uns, für mein Gefühl. Ja, und das, was es mit uns macht, ist einfach, dass es, ich kann nur von mir sprechen, dass es einfach einen tiefen Frieden bringt in mein ganzes System, in mein ganzes Sein. Und ja, einfach ein Ausdruck der Freude und des Friedens für mich. Und das tut es für uns und ist Medizin für uns und auch für die Menschen, wo wir es teilen. Wie lange machst du schon Medizin? Medizinmusik. Also für mich ist Musik schon Medizin, seit ich ganz, ganz klein bin. Ganz klein hat das angefangen. Es war immer so ein Instrument für mich, um mit dieser Zartheit, die ich gefühlt habe, mit der ich auf der Erde bin, oder dieser Sensitivität, dass ich einfach so einen Kanal hatte, wo ich so richtig alles ausleben konnte. Da war so eine große Weite in mir drin, immer wenn ich gesungen habe, schon seit kleines Kind. Und das war wie mein Königreich. Das konnte mir niemand nehmen, auch wenn es im Außen so chaotisch war teilweise. So. Mhm. Wie eine Zuflucht, wie ein Gebet. Und was spürst du, wenn du dann da bist? Also wenn du da drin bist, dann spürst du so die direkte Verbindung in dem Gebet? Es fühlt sich einfach dann immer an, als kann ich mich selber dann richtig hören, so die Wahrheit durch die Stimme. Die Wahrheit im Sinn von Gefühl, ich bin zu Hause, ich bin gehalten, ich bin hier, ich bin präsent, auch im Körper. Und das ist das Geschenk, das ihr beide auch als Paar jetzt der Welt bietet. Philipp, es ist ähnlich bei dir, oder? So wie ich dich spüre. Ja, du hast so gefragt, was, also so im Sinne von, was für Musik macht ihr und wer seid ihr? Und für mich ist es eigentlich eine Frage, die sich zusammen beantworten lässt. Und ich glaube, das ist auch das, was Menschen dann als Magie wahrnehmen oder das, was die Menschen berührt, weil für mich Musik immer nur ging, wenn sie von hier kommt. Und wenn ich irgendwie berührt bin davon. Und deswegen bedeutet Musik machen und teilen für mich eigentlich bloß Ausdruck von dem, was in mir vorgeht. Und das habe ich früher für total selbstverständlich gehalten und normal gehalten. So im Sinne von, das macht man ja so. Genau, bis ich dann so gemerkt habe, es ist nicht normal, so Musik zu machen. Mhm. Und für mich ist es aber ein ganz, also ich kann nicht mal sagen, wie soll ich sagen, ich glaube, ich könnte es nicht anders, sondern es muss von da kommen, sonst ist es, ich könnte nicht mal sagen, sonst würde es mich langweilen. Es ist so, wie als wenn das gar nicht geht. Also ich kann nicht ohne Verbindung schreiben oder ich kann nicht ohne Verbindung Musik machen. So, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, aber so fühlt sich das an. Aber das ist super spannend, weil ich denke, das ist jetzt auch ein Moment, wo wir eingeladen sind, eigentlich in diese Verbindung wirklich zu kommen als Menschen. Also ihr habt jetzt euers gefunden durch die Musik, aber wir alle sind eingeladen, das in uns zu finden, oder? Diese Verbindung. Und ihr habt eure Kunst gefunden und eure Gabe quasi, das den Menschen mitzugeben, da wo ihr seid. Danke für das. Und was ist es, wie man da hinkommen kann,
im Allgemeinen, weil ich weiß, ihr seid auch auf einem großen geistigen Weg, das heißt spirituellen Weg. Was habt ihr für euch gefunden, was jetzt die Zeitqualität anbelangt, vielleicht die Einladung an uns? Also, wie ich mit der Musik angefangen habe, habe ich mich nicht auf einem geistigen Weg oder so gefühlt, sondern das war einfach ein ganz authentischer Ausdruck meines Selbst. So. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein essentieller Punkt oder ein Anfangspunkt, dass wir wieder anfangen, uns authentisch auszudrücken. Und dass jeder Mensch für sich schauen kann, wo liegt mein authentischer Ausdruck und wie formuliert er sich, wie sieht er aus. Und das muss nicht immer so künstlerisch aussehen, das muss nicht Musik sein. Es kann auch sein, dass man das gar nicht hört und dass es gar keiner merkt. Ja. Und für mich ist auch die Musik, das ist bloß ein Ausdruck, das ist bloß ein Kanal. Und ich glaube, es gibt einfach für jeden von uns vielleicht wie einen Kanal oder wie eine Art und Weise, die für uns ganz leicht ist und die für uns, ja, die eine, genau, wir sagen ja so Gabe, die einfach gegeben ist. Mhm. Etwas, das, ja, genau, das ist gegeben und es, ja, genau, ist leicht. Ja. Und dennoch mag ich die Aufmerksamkeit nicht so sehr darauf stützen, weil Verbindung hat für mich nicht nur mit dem Geben der Gabe zu tun, sozusagen. Also es ist wunderbar, wenn jeder Mensch da für sich findet, ah, das ist mein Ausdruck, da fühle ich mich zu Hause. Aber auch für mich ist nicht, ich brauche die Musik dafür nicht, so, weißt du? Also für das so, sondern sie ist einfach ein Ausdruck, der mir sehr leicht fällt. Dagegen kann ich überhaupt nicht malen oder so. Es ist kein Ausdruck, in dem ich mich finden kann, so. Und aber wir sind alle ausgestattet mit irgend... Ganz genau, ja. Ja. Mhm. Ja. Absolut. Ja, auf diesem Musikweg, es war auch immer gut, mal eine Zeit zu haben, wo einfach auch die Stille kam und es nicht um die Musik ging, weil, genau wie du vorhin gesagt hast, es ist nicht dann, dass es abhängig ist davon, von der Musik, dass es mir gut geht, aber es ist einfach was Wunderschönes, was geteilt werden möchte und was so ganz natürlich auch schon seit ich denken kann, durch mich strömt. Und es ist manchmal, konnte es auch tricky sein für das kleine Ich, sage ich, für das Ego, dass man das so nimmt, denke ich, ich bin jetzt großartig und so und unterwegs und dann. Und dann auch immer wieder, das Leben selbst hat jetzt mich und ich glaube uns beide auch immer wieder demütig gemacht und sagt, hey, durch alle möglichen Wege einfach so, ja, es geht einfach um die Liebe dahinter, egal welcher Ausdruck. Man kann auch in den Raum kommen und einfach sein und es reicht. Es muss nicht mal was gesprochen werden. Und ja, es geht eher für mich eher um die Präsenz, die Liebe dahinter. Aber die Musik, wie ich sie erfahre, auch die Heilkraft davon, wie ich sie bei den Menschen beobachte, mit denen ich in Kontakt komme und wir auch in den Kreisen. Ich sehe einfach, das liebe ich, wenn die Gesichter so angespannt sind am Anfang und mit der Zeit schmelzen sie so runter. Und zum Schluss sind die Kreise wie einfach so eins, wie so eine große Verbundenheit. Und jeder war so mit seinem Thema, was gerade kam. Und am Schluss ist es wirklich so eine Entspannung da und so eine Gelassenheit und Verbundenheit. Und einfach dafür sind wir super gerne da. Mhm. Und was einfach so schön ist, ihr seid ja ein Paar. Also wie lebt sich das so ein spirituelles Paar, kann man ja fast sagen, oder? Weil ihr habt euch hier wirklich gefunden in euren Werten, in dem, wie ihr den Weg geht. Wie ist es dann? Und dann seid ihr männlich-weiblich und bietet diese Musik männlich-weiblich, heilig männlich-weiblich, dann uns allen an. Ich meine, das ist schon sehr, sehr speziell, sich dessen bewusst zu werden. Möchtet ihr da vielleicht drüber was sagen, über euch als Paar? Und ja. Ja, voll. Mhm. Ja, es ist spannend, dass du das fragst, weil mir das auch, genau, das lag mir so. Seit ein paar Wochen habe ich so Inspiration darüber, irgendwie mal was zu teilen. Jetzt fragst du so danach. also auf der einen Seite ist es für mich wirklich so eine Sehnsucht gewesen, so ein Wunsch gewesen, diesen Weg, den ich bisher vor allem so alleine kannte, den zu teilen mit, so war meine Idee, mit einer Frau an meiner Seite, mit der ich in so einer Verbindung bin und die es genauso, die das genauso lebt und davon genauso berührt ist. Mhm. Und ich hatte immer so dieses Bild, so wie, ja, wir teilen einen Raum und da stehen dann einfach die Gitarren und wenn wir wollen, dann spielen wir und bringen eigentlich den Zauber dann am Wochenende bloß noch unter die Menschen. Also wir proben auch mega wenig, obwohl wir uns das immer wieder vornehmen, aber es kommt dann immer irgendwas. Und meistens ist es dann einfach, wir teilen dann das, was gerade da ist, aber wir sind eh in Verbindung, deswegen ist das, und das kenne ich von früher auch noch anders, wo man sich halt unter Musikern trifft,
einfach weil man sich kennt und vielleicht gern hat. Und das ist auch schön, aber es wächst so aus dem schon was sehr anderes. Ja. Und gleichzeitig haben wir so wie alle Paare natürlich auch unsere Herausforderungen oder so Trigger miteinander. Und ja, was ich eine Qualität empfinde so, also wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen so plaudere, dass wenn sowas für uns da ist, meistens ist es so, dass wir ziemlich schnell, ziemlich still werden. Und mir kommt immer wieder so für Beziehungen, es braucht immer einen, der weise genug ist, entweder zu sagen, hey, lass uns kurz hier Stopp machen, oder der still wird, oder der auch gehen kann okay sein. Also so, der einfach merkt, okay, wir kommen jetzt gerade, hier kommen wir nicht weiter, sondern es hat jetzt das Potenzial, verletzend zu werden auf irgendeine Weise. So, weil das kann sein, wenn man so viel Raum und so viel, wir teilen ja wirklich alles so miteinander. Und genau, wo ich so merke, meistens werden wir dann still und manchmal kommunizieren wir auch darüber, aber manchmal auch nicht, sondern es ist dann einfach, es vergeht dann und jeder hat für sich daraus dann was reflektiert oder mitgenommen. Ich finde die Qualität eigentlich mega schön, die wir so haben, dass so. Ja, manchmal sitzen wir dann danach noch so und hey, wie geht's dir jetzt damit und wie ist das für dich gewesen? Und manchmal ist es auch einfach so, ist auch einfach weg und aber auch gut weg. So, wir, genau. Und doch braucht es immer zwei. Also einer, der den Schritt machen kann, der andere, der das hört. Ja. Weil wenn es nicht gehört wird, dann wird es schwierig. Ja. Und es sind natürlich, also in meinen Augen sind das natürlich Einladungen, gerade wenn man so nah miteinander ist, wo wir wirklich gut hingucken dürfen und viel über uns erkennen können und lernen können. Und wenn wir da in einer demütigen Haltung sind, von da kann mir jemand etwas zeigen. Und es kann am Anfang mega schwierig sein, dass vielleicht nur so ein Spalt Offenheit dafür, das zu sehen. So, weil vielleicht auch Widerstände da sind oder so. Aber wenn das da ist, dann denke ich, hat es wirklich das Potenzial. Ich habe mal so diesen Satz gehört, fand ich mega schön, dass es reicht, einen Menschen bedingungslos zu lieben, um jeden Menschen bedingungslos lieben zu können. So. Und ich bin jetzt nicht mit diesem Anspruch so unterwegs, aber einfach mit der Offenheit und Demut von, es kann sein, dass mir da jemand was zeigen will. Und bin ich offen dafür, das zu sehen und zu erkennen. Und deswegen ist es manchmal gut, vielleicht auch sich zurückzuziehen, still zu werden, so für mich jedenfalls zu spüren und zu merken, okay, was ist da jetzt gerade genau los? Was ist in mir? Gar nicht so sehr, was hat der jetzt nochmal gesagt? Na, einfach, nee, was passiert in meiner Welt? Weil diese Perspektive, die ich habe oder auch die ihr habt, jeder hat seinen Kosmos so. Und da bei sich zu sein für Nev. Und so gelingt in meinen Augen dann ein friedvolles Zusammensein. Und das ist gar nicht utopisch. Klar, es ist auf dem Weg dahin auch holprig und so, aber so, genau, ich habe eigentlich, wir sind jetzt so 7, 8 Monate zusammen unterwegs und genau, wir haben jetzt nicht, wir leben jetzt nicht die 30 Jahre, die ich habe, Erfahrung. Genau, aber was ich sehe und was, und da bin ich sicher, spreche ich nicht nur für uns, sondern das erleben andere Menschen auch, wo zwei Menschen auf diesem Weg sind eben und Offenheit da ist so, dann kann man unheimlich zusammen wachsen und vor allem gibt es Konflikte in dieser Form, also die verändern sich einfach enorm, die werden sehr still, merke ich so. Die werden sehr still, die passieren und die sind spürbar und dann gibt es vielleicht eine Spannung oder so. Und ja, aber ich habe immer das Gefühl, wir surfen da sehr schön durch und es ist so ein erkenntnisreicher Weg. Ja. Und darum geht es eigentlich, wenn man zusammenkommt. Dass ich richtig austauschen kann. Ja. Und eure Momente der gemeinsamen Musik sind, kann ich mir vorstellen, sind auch wie ein Gnadenmoment, wo ihr euch komplett in der Einheit wiederfindet. Wie gesagt, das männliche, weibliche wirklich zusammen. Ja, das ist ja eins, wie du sagst. Und das gebt ihr dann so weiter. Das ist schon sehr, sehr speziell. Das ist eigentlich ganz natürlich entstanden bei uns. Gell? Auch, also schon auch, ich darf sagen, schon auch aus dem Herzenswunsch heraus, den ich im Stillen auch hatte, wie du ja auch. Und dann hat sich das so wie zusammengefügt. Ganz aus dem Nichts ist das gekommen. Wir haben das beide nicht erwartet. Das war einfach da. Und dann, dann habe ich einfach gespürt, wenn die Stimmen zusammenkommen, es ist wie was ganz total im Gleichgewicht von Mann und Frau. Und mich berührt das auch sehr. Und ich habe danach gemerkt, das hat eine mega Wirkung auf die anderen Menschen. Ich wusste das gar nicht so. Mhm. Es ist einfach so gekommen. Es ist wie so geführt. Und ja, für mich ist es auch wirklich ein Zusammensein erleben auf einer ganz neuen, reifen Ebene jetzt, was ich hier mit dir erlebe. Das ist wirklich wie so ein Zusammensein, aber jeder ist auch ganz bei sich. Zusammen allein sein eigentlich, zusammen all eins sein. Und,
Und klar, da dürfen all die Muster und Tendenzen kommen und spielen, aber wir können uns immer wieder erinnern dran, wo die Essenz ist und wer wir wirklich sind in der Stille. Genau, einfach, das trägt uns so und die Liebe. Mhm. Und wir sind auch einfach offen dafür, was kommen möchte für uns, durch uns, und müssen nichts biegen, den anderen nicht verbiegen. Und wir lernen so und wachsen sehr, sehr schön, so ist so mein Gefühl. Und ja, ich genieße das sehr, sehr, das ist ein großer Segen. Und auch in der Musik drückt sich das dann einfach aus. Und was ich so spüre, ist einfach ein Geschenk für uns und für die Welt. Es kommt wie durch uns und für die anderen. Und ja, manchmal ist das Gefühl, wir machen das gar nicht. Aber ich weiß gar nicht, was passiert. Ja. Ja. Es tut es einfach so. Mhm. Und wie kommt das zu euch? In welchen Momenten kommt die Musik zu euch? Kommen auch die Worte zu euch? Kommt die Melodie zu euch? Mhm. Das kann für mich kann das ganz unterschiedlich sein. Das kann genauso sein, wie du gesagt hast. Es kann sein, dass eine Melodie da ist. Ich habe manchmal auch schon ein Lied im Radio gehört, wo ich fand, ich kann es nicht so gut hören, aber die Melodie ist irgendwie eingängig und das inspiriert mich zu was anderem. Mhm. Und schön ist es eigentlich, wenn es sich alles so trifft. Also es kann sein, dass ein Gefühl da ist und dann ist vielleicht irgendwie, ja, dann ist so der Wunsch da, das zu formulieren. Ist einfach am Anfang bloß so, ja, das würde ich gerne zum Ausdruck bringen, was ich da empfinde. Und dann kommt wie eine Zeile. Manchmal ist auch erst die Melodie da und dazu kommen die Zeilen. Aber für mich ist es immer so, das ist so wie ein innerer, wie so ein inneres Messgerät. Und was so schaut, berührt mich das? Und ist das berührend? Mhm. Und das kann manchmal bloß ein Wort sein, was noch anders sein muss. Oder es ist ganz fein so. Und ich liebe es dann auch am Ende nochmal so durchzugehen und zu schauen, ist das überall für mich rund? Ist alles gesagt, was hiermit gesagt werden wollte? Das kann manchmal dann bloß ein Satz sein in einem ganzen Lied, so wie ein Mantra, oder das können ganz viele Zeilen sein. Ist alles gesagt und ist das Gefühl transportiert, das transportiert werden wollte? Mhm. Das habe ich früher für einen ganz persönlichen Akt gehalten, also für so, ja, ich mache das hier, ich mache meine, also so meine Gefühle so. Und mittlerweile ist es für mich eher ein, ja, es kommt ja von woher, da kommt ja eine Inspiration und da will was ausgedrückt werden. Und dann habe ich manchmal schon, ich glaube, jeder Musiker kennt das auch, wir bringen dann etwas zu den Menschen und dann sagen die, hey, genau das empfinde ich auch so. Und, und wir sind manchmal so, ist ein Sprachrohr. Okay. Genau so ein bisschen ist das so. Ja. Ich habe oft auch das so gespürt, ja, wie du sagst, dass es wie, oftmal bin ich auch still am Rand von Gruppen oder an Festivals gesessen und habe da meinen Tee getrunken und dann habe ich wie die Menschen gespürt oder das Feld und dann kam mir wie so eine Inspiration, wie für uns alle einfach, für die Menschenfamilie so. Und dann drückte sich das in einem Lied aus und in einem Bild. Und lustigerweise, so, wir haben ja was, wir gemeinsam, unabhängig voneinander, wir kennen uns noch nicht so lange, haben wir beide eigentlich ein ähnliches Lied geschrieben mit einem ähnlichen Inhalt. Ja. Unabhängig voneinander. Yes, hieß Vision Tree. Ich hatte einen Traum gehabt. Und meins hieß Friedensbaum. Sicher. Ja. Und wir sind da beim Baum, bei dem Baum. Stimmt, wir sind bei dem Baum. Genau, eigentlich so von diesem Frieden. Ich habe von einem großen Kreis geträumt, wo wir uns ohne Worte alle in Liebe verstehen. Wow. Und die Luft war dicht von mit Liebe. Und das wird auch real für mich. Es wird erlebbar unter uns in den Kreisen, wo ich so Menschen treffe auch und wo wir so sind zusammen. Dass es nicht mehr Worte viele brachte, sondern wirklich so schön. Ein Sein. Und dann haben wir in der Mitte so einen Baum gepflanzt, um das zu verankern. Und das ist, du hattest das Gleiche mit den Friedensbäumen. So schön. Und das Lied spielt ihr uns nachher, oder? Es gibt eben zwei verschiedene. Wir schon mal wir schauen. Gucken mal, was wir welches? Okay, super. Ihr seht das dann. Und dann wollen wir noch ein Anliegen, weil ich fand das super spannend vorher beim hierher gehen. Erstens sind wir barfuß gegangen. Also ihr seid viel barfuß auch unterwegs. Was ist die Erfahrung mit barfuß? Warum gehen wir barfuß? Was passiert da? Also jenseits von, es wird ja mittlerweile auch viel darüber geforscht und so. Und meine ganz direkte Erfahrung ist einfach, ich fühle mich der Natur sehr nah und ich fühle mich verbundener wie direkter in Kontakt mit dem, was auch immer da ist. Und es fühlt sich einfach sehr natürlich an und sehr, sehr rein auf eine Weise. Aber, so wie ich auch im Auto zu dir gesagt habe, für mich gibt es ganz klar auch Orte, wo ich auf jeden Fall Schuhe trage und wo ich auch nicht barfuß laufen will. Also es ist für mich auch ein intimer Kontakt, der da passiert. Der vielleicht auf eine Weise sehr natürlich ist für uns, klar, auf natürlichen Böden.
Aber wir haben halt nicht nur diese Böden, wir haben nicht nur diesen schönen Wald, sondern es gibt auch andere Untergründe, wo ich dann merke, nee, da brauche ich Schuhe, ganz dringend. Und die habe ich dann auch. Also, ja. Ich bin auf Barfußschuhe umgestiegen schon lange. Also viele Barfußschuhe. So. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen vernachlässigt, barfuß zu gehen in letzter Zeit. Aber wenn ich es tue, dann, ich kenne so Wege, da ist es einfach super schön und so nährend. Und ich spüre dann wie, als würde ich genährt werden halt von den Elementen, von den Elektrizität, von der Erde, von diesen Mineralien eigentlich auch und von, ja, von der Mutter Erde genährt. Vitaminen kriegt sogar man im Austausch. Ich weiß nicht viel drüber, A, C, aber es fühlt sich tatsächlich. Es fühlt sich einfach dann gut an. So speziell. und wir wissen das gar nicht. Eben mit Schuhen ist das alles abgeblockt. Mhm. Und das andere fand ich eben auch spannend, weil wir sind tatsächlich ja in einer Gesellschaft, die oft verurteilt. Also Christina von Rein hat letztens gesagt, es gibt zwischen, es ist nichts Gleiche für Urteilen und Urteilen, es ist nichts Gleiche, oder? Man urteilt immer, oder gehe ich nach links oder nach rechts, oder das ist ja immer so eine Entscheidung, man nimmt eine Entscheidung. Aber das Verurteilen, und wir sind in einer Gesellschaft, wo viel verurteilt wird im Moment, wo man sagt, das nicht und das nicht, eben nein, ich nehme jetzt kein Flugzeug oder weiß ich was, oder da haben wir auch drüber gesprochen, ich fände eure Ansicht hier auch noch spannend, dass man es, weil mit dem begeben wir uns ja dann auch in Getrenntheit, in diese Getrenntheitsgedanken. Und es geht ja eigentlich um Einheit und Willkommen heißen auch wahrscheinlich vom anderen, auch wenn er einen anderen Weg geht. Möchtet ihr vielleicht da ein bisschen auch was dazu sagen? Das wäre schön. Mhm. Ja, also was ich so sehe ist, dass es ganz viel wunderbare Initiativen gibt und ganz viel, wir nennen es Alternatives, aber einfach ganz viel Neues, Gutes, was so passiert und viele Menschen, die sich auch einsetzen für Projekte. Und ich finde das großartig und würde jeden da ermutigen, der so eine Vision im Herzen trägt, etwas umzusetzen und vielleicht auch dafür, genau, über Grenzen zu gehen und auch in Widerstände sich dafür zu begeben. Was ich nur auch beobachte, ist, dass viele Bewegungen ja auch so einen Sens haben von nicht bloß von Widerstand, auch von Wut oder von Getrenntheit, von der du gesprochen hast. Wo für mich einfach immer die Frage ist, gerade wenn es irgendwie darum geht, wir wollen beispielsweise, dass es dem Planeten besser geht. Und dafür wollen wir jetzt, dass bestimmte Regeln sich durchsetzen. Und ich finde es spannend und frage mich dann immer, wie geht es den Menschen, die für sowas unterwegs sind? Es geht gar nicht so sehr um die Sache, so für mich jedenfalls so. Das ist wunderbar, okay. Aber wie geht es dir in dem Moment? Und da habe ich beispielsweise schon mit vielen Menschen auch gesprochen, die sich für eine andere Ernährung einsetzen oder für Tierwohl. Und das ist alles großartig. Aber wo ich dann das Gefühl habe, die sind in fast einem Hass so unterwegs. Wo ich dann manchmal gefragt habe, was meinst du, ist es für den Planeten und für die Tiere, für alle Wesen auf dieser Erde eher förderlich, dass du so bei dir bist oder eher schädlich? Und wie wäre es, erst mit dir gut zu sein und dann von da, wenn von dort aus der Impuls kommt, hey, ich möchte für Tiere auf die Straße gehen, das ist wundervoll. So ist, genau. Aber das so, das spüre ich jedenfalls so für mich, es fängt hier an. Nur hier. Und wenn ich vorher unterwegs bin, obwohl ich hier nicht gut bin, dann frage ich mich, wie viel wir wirklich Gutes tun. Und ja, da die Aufmerksamkeit hinzubringen, finde ich enorm wichtig. Danke. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und was mir auch begegnet ist, besonders in dieser, sagen wir, sogenannten Corona-Zeit, die ja eigentlich wieder vorbei ist, da ist es so hochgekommen, wie habe ich gedacht, wow, ich muss auch mehr tun, ich muss was handeln und so, weil alle machen was. Und dann bin ich auch irgendwie dann zum Schluss gekommen, es ist total in Ordnung, wenn jemand allein, wie jetzt ich damals, in seinem Zimmer sitzt und einfach Musik macht und das so ins Dorf hinunterströmt, wo er wohnt. Und ich habe dann auch damals eine CD aufgenommen zu der Zeit, ganz in meinem Stillen eigentlich, und bin nicht raus auf die Straße. Ich habe nicht mal abgestimmt, irgendwas. Ich habe gesagt, ich stimme auch gar nichts ab. Ich bin einfach bei mir, ich bin in meinem Frieden und so gut ich kann, ströme ich das wie raus in die Welt. Und dann irgendwann habe ich mich beruhigt, gesagt, es ist total in Ordnung, damit auch für sich zu sein. Und es wirkt auch so. Das war so mein Weg bis jetzt, weil ich dachte, ich muss total aktiv sein wie die anderen. Und für die einen stimmt es, aktiv zu sein. Ich glaube, jeder hat so auch seinen Platz, wie es sich ausdrückt.
So, bei den einen drückt es sich so aus, bei den anderen so. Und alles ist okay. Ja, es gibt so viele Varianten und schlussendlich führt es alles zum Gleichen, dass wir in diesem inneren Frieden, in der Liebe leben können. Mhm. Ja. Und ihr seid jetzt am Anfang quasi auch von eurer gemeinsamen Musikkarriere. Karriere kann man nicht sagen. Es ist einfach ein gemeinsames Hand in Hand gehen mit der Musik. Ja. Danke. Und ja. Schön gesagt. Ja, ja. Genau. Und ihr habt da auch eine Idee, Wünsche, wie ihr das zu den Menschen bringen möchtet. Möchtet ihr vielleicht auch noch drüber was sagen? Und dann auch, wie man euch buchen kann, wie man euch finden kann. Genau. Mhm. Mhm. Also, was mir gerade dazu kommt, ja genau, das hast du sehr schön ausgedrückt. Und was immer mehr so aufgetaucht ist, seit wir gemeinsam Musik spielen, ist so wie die Kreise, die so in den Vordergrund gekommen sind. Die Form vom Kreis und vom wir teilen die Lieder und die Menschen singen auch mit. Also es ist wie ein Teilen und trotzdem strömt es so mit uns, durch uns, für uns alle. So. Mhm. Das haben wir jetzt auch erleben dürfen schon oft und das ist sehr, sehr nährend auch für uns. Und die Form von Konzerten, das ist, kann auch was super Schönes sein, ist einfach wie ein bisschen noch eine andere Form, so eine Bühne und die Menschen. Und genau, das kann auch, wir sind offen, aber es ist wie so, ich habe das sehr oft auch früher erlebt, die Bühnen und die Menschen als Publikum, was auch schön sein kann. Aber ja, es war manchmal auch so ein Gefühl von Trennung eher in mir. Und jetzt die Kreise, die tun in mir irgendwie auch was ganz Schönes, die machen was Schönes mit mir. Ich bin nachher sehr genährt und sehr glücklich und sehr in Verbindung mit den Menschen. Und es ist auch fast schon ein zeremonieller Rahmen. Also wir durften auch schon für Hauseinweihung spielen, für Geburtstage, für einfach so, wo Menschen eine wichtige Zeremonie machen, sowas. Mhm. Oder Kakao, halt viel mit Kakao auch. Kakao-Zeremonien machen wir selber mit Musik. So. Das ist schön. Verbindend einfach. Ja, voll. Genau. Voll. Also da seid ihr für diese Verbindung. Spüre ich euch auch, steht ihr eigentlich auch, eben was ihr den Menschen weiterbringt zwischen euch und das männliche, weibliche in Einheit. So. Ja. Es geht halt so um, für mich auch so um die Erreichbarkeit. Und deshalb, das Setup ist jetzt nicht so wichtig. Es ist einfach nur oft so, wenn es eine Bühne gibt und davor Menschen, dass es sehr schwierig ist. Und bei dem Elfenfest zum Beispiel hatten wir eben dieses Setting. Wir waren auf einer Bühne und davor waren Menschen. Und ich habe uns auch trotzdem in Verbindung gespürt. Und es ist einfach auch eine Herausforderung für uns, die Menschen, ja, das kann man nicht sehen, worüber ich jetzt spreche, aber es passiert trotzdem so ein, wir halten dann einen Rahmen so wie zusammen, auch gemeinsam. Und deswegen habe ich auch die Menschen immer wieder eingeladen, so sich darüber bewusst zu sein, dass wir gerade zusammen hier sind und die Menschen auch so ein bisschen aus dem Schlaf zu holen von, ich konsumiere einfach. Ich sitze davor und lasse mich ein bisschen berieseln. Es geht um uns alle und wir... Absolut. Und wir werden dann manchmal auch als Musiker, man wird dann auf eine Bühne gestellt und dann kann man sich da... Und für mich war das immer schon sehr unbefriedigend, sondern es geht so darum, wir haben was zu sagen und wenn auch nicht viele Worte, aber es gibt da was, was wir zusammen erleben wollen. Genau. Und es kann nicht einfach nur konsumiert werden, denn dann wird es sehr leer. Und dann merke ich auch bei mir häufig, dann geht die Freude sehr verloren. Deswegen haben sich so diese Kreise für uns mega stimmig ergeben, weil da ist es so, wir sind zusammen in so einem ganz kraftvollen Gefüge im Kreis. So. Und da kann keiner einfach raus, sondern jeder bringt seins in die Mitte. Das war für uns manchmal auch schon herausfordernd, weil die Menschen aus allen Himmelsrichtungen mit allem Möglichen kommen, das dann wie in den Kreis legen und wir fangen an zu spielen. Und du kannst dann spüren, dass es eine Zeit lang braucht, bis die Menschen sich auch öffnen. Und dann irgendwann kommen wir über so einen Punkt rüber, so von dem Eva vielleicht auch vorhin gesprochen hat. Genau, wo dann so die Menschen so wie, wie es dann so aufgeht und du merkst, so. Genau. Aber das ist wie eine neue Qualität von der Musik. Das gab es früher weniger, gell? Und wenn du auf der Bühne bist, dann konsumierst du die Musik. Aber wenn du im Kreis bist, dann bist du Teil davon. Ja. Und das ist das, wie das Barfußgehen. Du bist Teil von der Erde. Das ist alles, das kommt zusammen. Ja. Genau. Und das ist eine große Einladung an uns, da unsere Aufmerksamkeit, alles, was uns da beschäftigt. Mhm. Wenn du konsumierst, dann kann das immer noch in uns sein. In dem Moment legen wir das auf die Seite und sind komplett mit euch, verbinden uns mit euch und mit dem, was ihr singt. Und auch mit der Mitte. Meistens, ich sehe es auch als eine uralte Form eigentlich, neu und doch alt. Also wie, ich habe auch so Bilder, dass um die ganze Welt Menschen um Feuer sitzen. Es ist eigentlich wie, auch wenn es nur eine Kerze ist, es ist trotzdem ein Feuer. Und da kann einfach auch wie eine Feuerzeremonie
können Dinge verbrennen. Wir müssen nicht mal wissen, was. Wir haben auch eine Feuerzeremonie am World Humus Restoration Day. Oh, schön. Ich liebe das. Das wird so schön. Da würde ich voll gerne so die Brücke schlagen, weil du auch du hast auch gefragt, wie kann man euch denn buchen? Und ich weiß, dass das so eine ganz gängige Art ist, wie man das auch formuliert. Und trotzdem habe ich da schon oft gesagt, mich oder uns kann man nicht in dem Sinne buchen. Es gibt da keinen Warenkorb und man kann auch nicht sagen, okay, ihr nehmt das und das, dann kommt ihr aber auch dann. Nee, sondern es ist immer, und ich liebe das so, und ich liebe das so, dass Menschen auf uns zukommen von allem Möglichen. Und es kann sein, dass es ein Festival ist. Ich habe auch schon erzähle ich immer wieder mal so einen Singkreis gehabt mit 4 Menschen und bin 2 Stunden gefahren hin und wieder zurück. Und sie hat einfach gesagt, hey, ich fände es so schön, das mal zu erleben, aber ich kann nie dorthin kommen und ich habe bloß ein kleines Wohnzimmer. Und dann habe ich so gemerkt, hey, ich habe mega Lust, einfach zu dir zu kommen. Und es war ein voll schöner Abend. So. Und also ich bin da gerne immer für alles offen, für die ganze Bandbreite. Es geht einfach dann darum, ja, dass man zusammen den Rahmen so erspürt. Und manchmal ist es so, wie gesagt, es gibt ein Fest, ein Festival. Manchmal ist es auch einfach, hey, habt ihr mal Lust, zu mir ins Wohnzimmer zu kommen? Also ich bin da offen für. So schön. Alles. Ich liebe es. Ja, es kann alles sein. Was ist eure Seite? Im Moment ist es meine Webseite. Gemeinsam ist es sich noch am Kreieren. Bei mir heißt es einfach evaluna.ch. Okay, und ihr habt ganz YouTube einfach auch, oder? Ich habe vor allem einen Telegram-Kanal, Philipp Richter Music, also ja? Musik wie Musik auf Englisch. Und da teile ich so meine Sachen. Okay. Genau. Oder unsere mittlerweile. Und YouTube habt ihr auch? Ja. Ja, da gibt es auch ein paar Sachen. Ja. Einen Kanal. Genau. Und da wird auch noch mehr kommen. Also wir beginnen erst so, sind die Pläne so, gefühlten Pläne. Ich denke auch, wenn dann eher Winter wird, dass wir danach Aufnahmen machen können. Und ja, einfach, dass wir die Musik auch noch weiter streuen können. So. Das ist auch so einfach ein Punkt, wo ich voll gerne was zu sagen würde, weil ich auch da immer wieder merke, na klar, so vom Potenzial her, weißt du, wir haben beide ganz viele Lieder und einfach von der Inspiration her, wir könnten den ganzen Tag Musik machen, ganz viel aufnehmen, einen Haufen Musikvideos produzieren, so von den Möglichkeiten her. Und was für mich aber davor kommt, ist die Verbindung hier. Und wenn ich merke, es fühlt sich jetzt gerade nicht nach Aufnehmen an, auch wenn total Zeit da ist, wir haben das im Winter so gehabt, immer wieder, wo du so merkst, der meint es so, ihr habt doch viel Zeit, macht das. Und ich merke so, nein, es ist jetzt gerade einfach nur Zeit für Stille und Rückzug. So. Mhm. Und mit dem zu gehen, dem zu vertrauen und nicht von hier oben irgendwas, sondern aus einem ganz organischen Flow kreiert sich das wunderschön. Ja. Und zu einer Zeit, die dann genau perfekt ist, in dem genau richtigen Rahmen. Aber ich sehe, dass wir so kollektiv und auch für mich, dass wir immer weiter davon wegkommen oder immer mehr davon wegkommen, die Dinge einfach nur von hier zu machen, sondern in Verbundenheit und am liebsten auch in absoluter Spontanität aus dem Moment. Und dann merkst du so, ich habe irgendwie voll Lust, gerade was aufzunehmen. Boah, ja, komm, das machen wir haben Zeit, ja klar, so, zack, zack. Und dann ist es vielleicht in einer Stunde fertig und in einem anderen Rahmen hast du dir das wochenlang vorher vorgenommen, aber es passt überhaupt nicht und du bist den ganzen Tag dabei und es geht nichts. Also so, ich habe auch das Gefühl, das Leben lässt das immer weniger zu und das ist eine Gnade, dass wir damit durchkommen. Sondern, ja, genau. Wenn es nicht geht, geht es loslassen und einfach auf die Inspiration hören. Ja. Quelle, Anschluss und dann geht immer alles ganz schnell und wenn man da versucht, was durchzuboxen, dann nachher... Ja. Ist auch nicht das gleiche Resultat. Ja, ja, genau. Deshalb auch, wie du so gesagt hast, du hast gefragt, wo wir damit hinwollen und so. Hm. Ich kann dir das gar nicht genau beantworten, auch weil... Weil sich das entwickeln darf. Ja, und weil ich vor allem Lust habe, auch damit ganz präsent zu sein. Heute Abend zum Beispiel haben wir einen Singkreis und jetzt sind wir gerade hier und alles Weitere. Ich habe Lust, dass es einfach von hier dann passiert. Ja, voll. Aber genau, wenn ich irgendwelche Ziele habe, das wird schnell eng, ist meine Erfahrung. Ja, schön. Bin danke. Gerne einfach da. Ich glaube, da dürfen wir alle was mitnehmen mit dem. Ja. Einfach Schritt auf Schritt sich was entfalten lassen. Ja. Voll, voll. Und doch, es gibt auch schöne Kanäle. Ich lerne das auch immer mehr mit der Zeit mitzuhalten, so wie, es gibt Spotify. Ist cool, es ist schön, es ist gut. Und ich also aus Zeiten vorher bin ich auf Spotify mit Eva Luna einfach. Und ich wünsche mir schon auch, dass irgendwann die gemeinsamen Lieder auch auf Spotify sind, weil es ist was Schönes, so wie die Musik einfach zu den Menschen kommen darf, so ein Kanal. Aber das ergibt sich aus dem Flow. Und das lerne ich auch von dir ganz, ganz fest. Wir sind das immer viel am Bewegen, aber voll spannend. Aber es ist schön, muss nichts abwehren und Ziele setzen ist auch nicht falsch, aber einfach aus dem Herzen, aus dem Flow leben. Und ich glaube, der Weg ist auch immer wieder für uns alle von hier nach hier, so, wenn es einen Weg gibt, einfach
ah, okay, ich fühle mich jetzt gerade inspiriert. Und deshalb, wir haben auch ein kleines Mini-Home-Studio, da können wir einfach dran sitzen, dann, wenn wir wollen, und sind unabhängig. Ich habe eigentlich bis jetzt alle CDs zu Hause in meinem Schlafzimmer aufgenommen. Ach schon? Ja. Wow. Und das könnte wieder so passieren. Mhm. So neben dem Bett, dann noch ja. das Studio und dann... Ja. Mal sehen. Aber ja. genau, jetzt sind wir hier, wo wir sind, und das Schöne ist, sich total frei zu lassen. Und Philipp sagt manchmal auch, ach, wenn wir nie mehr Musik machen, das ist alles total okay. Mhm. Für die Freiheit zu bewahren nach einem Konzert, oh, so ja. zu sagen, ich habe das ja. manchmal für mich so das gepflegt, ist relaxend. Einfach ja, zu voll. Sagen, und was, wenn das das Letzte war? Ja, voll. Und ich kann damit sein, weil mhm, es passiert schnell, weil wir sind so konditioniert und die ganze Gesellschaft funktioniert so. Ah, ihr habt da jetzt was Tolles. Was macht ihr damit? Wie wird das weiter? Wie wird das größer? Und ich bringe es gerne immer wieder ganz zurück ja. und sage, und vielleicht ja. war das das letzte Mal. Und kann ich damit sein? Kann ich da für mich sein? Dann merke ich, auch nach dem Elfenfest war das auch so. Da waren ja ein paar hundert Menschen und wir haben zusammengepackt. Ich bin ins Zelt gegangen, in meinen Schlafsack mich gelegt und habe einfach so das gespürt. Dann habe ich gemerkt, und damit bin ich, das brauche ich einfach nur. So. Und der ganze Rest darf sich entfalten. Genau, und tut es dann eh. Es findet genau. uns. Und genau, loslassen ja. und vertrauen. Mhm. Ja. Ja. Danke euch. Danke dir. Und jetzt spielen wir noch ein Lied. Ja, danke. Danke. Ich freue mich sehr, euch wirklich dank der Priska auch kennengelernt zu haben. Wirklich. Priska. Und ich freue mich auch. Ja, Priska. Yes. Und ich freue mich auf auch euch, ja, irgendwie halt. Wie sagt man dem? Ja, es gibt komische Worte. Weißt du, kein Wort passt bis jetzt. Ja. Nein, die Worte passen nicht. Ach, den Weg, irgendwo mit euch zu gehen. Mhm. Ja? Ja. Parallel auch, und man sich dann wieder trifft. Mhm. Genau. So schön zu spüren, dass sich so wie die Family immer wieder begegnet, auf verschiedene genau. Arten, auch über die Welt verteilt. Und davon sehe ich, da kommt noch mehr. Davon kommt, das ist schon da und es wird noch stärker. Und wir begegnen uns wieder, die zusammengehören, und wir bilden ein Netz. Das ist wie so ganz klar. Und mit der Musik, im Stillen, mit den Kindern, mit den Familien, ja. mit der Erde. Ja. Genau. Okay. Danke. Gut. Danke. Sehen die Welt mit neuen Augen, in Liebe und Licht und als das, was sie wirklich ist. Wir wachen auf und lernen wieder mit dem Herzen zu schauen und erkennen, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. Und als das, was sie wirklich ist. Wir wachen auf und lernen wieder mit dem Herzen zu schauen und erkennen, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. Thank you.
uns, wenn du magst. Wir wachen auf und sehen die Welt mit neuen Augen, in Liebe und Licht und als das, was sie wirklich ist. Wir wachen auf und lernen wieder mit dem Herzen zu schauen und erkennen, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. Welt mit neuen Augen, in Liebe und Licht und als das, was sie wirklich ist. Wir wachen auf und lernen wieder mit dem Herzen zu schauen und erkennen, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, und zusammen mit euch, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. Wir wachen auf und sehen die Welt mit neuen Augen, in Liebe und Licht und als das, was sie wirklich ist. Wir wachen auf und lernen wieder mit dem Herzen zu schauen und erkennen, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. What a wow, timing. What a timing. Wow. Ihr seid denn, ihr zwei Süßen? Die sind ja mega lustig. Ihr seid ja groß. Wie süße seid ihr. Oh Gott, ich habe noch nie gesehen. Tanjana würde sich...